Jetzt will ich mich mal eine Runde der Küche widmen. Hier war ich ja schon länger nicht mehr zugange. Aber bevor ich hier das mit den Kabeln jetzt machen kann, muss ich euch jetzt mal zeigen, was man hier Tolles gemacht hat. Und zwar kommt unser Strom für alle Steckdosen hier von dieser Wand. Geht hier hinter, dann geht er hier lang, hier hinten runter. Dann hier ist ein Verteiler, hier geht es wieder hoch nach da. Und dann von hier geht es hier rüber, von hier geht es dann weiter hier in die Ecke und hier hoch. Und dann sind hier die Steckdosen. Könnt ihr euch irgendwas Hohleres vorstellen? Das ist ja wohl richtig behindert. Das heißt, dieses Kabel hier, es läuft einfach da unten drunter durch. Und sie hätten einfach dieses Kabel aufmachen können, die Steckdosen dazwischen klemmen können. Also, ich weiß nicht, was es soll. Auf jeden Fall wollte ich euch das gerne einmal zeigen, bevor ich jetzt hier die ganzen Kabel wegmache. Ich werde jetzt hier als nächstes neue Kabeldosen bohren. Dann muss ich hier nochmal irgendwie mit dem Spachtel drüber gehen und den allerletzten Rest hier runterholen. Oder ich grundiere es einfach direkt, weil hier werde ich jetzt als nächstes Kalkzementputz auch aufbringen. Und dazu muss es natürlich relativ sauber sein. Und eigentlich, das hier ist ja dieser Gipskack, den möchte ich weitgehend runter haben, ohne diese Sauerkrautplatten zu beschädigen. Deswegen muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ich werde jetzt erstmal die ganzen Kabel hier entfernen. Also ich bin ja relativ stark, ne? Aber was ist das denn? So fest drücke ich jetzt auch nicht beim Kehren, dass das Ding hier durchbrechen müsste. Scheiße. Es könnte jetzt auf jeden Fall passieren, dass die Sicherung rausfliegt, weil ich ja hier die eine oder andere Stelle kurz geschlossen habe. Aber wenn es so ist, dann passiert es vielleicht. Wäre jetzt nicht so schlimm, solange nicht meine Hand der Grund ist. So. Ich denke mal, ich werde mir hier ein komplett neues Kabel durch die Decke ziehen und das hier einfach komplett rausmachen. Ich weiß auch nicht, was hier in der Wand drin ist. Also das muss ja irgendwie, man sieht es hier. Ich weiß nicht, sieht man das hier auch auf der Kamera? Hier ist so ein Gewebe. Ich weiß nicht, warum die das da eingearbeitet haben. Und auf jeden Fall jetzt auch weg. Ich bin mir noch unschlüssig, ob ich diese ganze Wand neu spachtle oder ob ich jetzt einfach nur das Kabel rausreiße und dann diese Ecke dazu spachtle und dann einfach Tapete draufklebe. Weil aktuell ist hier keine Tapete drauf oder einfach so ein Vlies. Aber die ist recht glatt. Das heißt, die haben da auf jeden Fall Feinputz drauf gemacht. Könnte ich natürlich dann auch einfach wieder machen mit einem Gewebe oder so. Hier nehme ich jetzt wieder den Elektroschraubenzieher. Zack. Oh. Wie die aussehen. Komplett voll Staub. Ja, die kann ich wohl in den Müll schmeißen. Und die haben ihre knapp 50 Jahre auf dem Buckel. Die können weg. Ich habe jetzt gerade ein Kabel mehr gefunden, als ich erwartet hätte. Und ich denke, was dieses Kabel macht, ist, es versorgt noch diese Steckdosen dort. Das heißt, was ich jetzt mache, ist, ich ziehe es raus und wenn das Licht um die Kamera ausgeht, dann wissen wir, dass ich recht habe. Also lösen. Übrigens sind diese Steckdosen hier sogar verrostet. Das spricht dafür, wie viel Feuchtigkeit hier in dieser Wand drin war. Einfach nur von in der Küche sein. So, also. Das kann schon mal nicht sein, weil nämlich jetzt das Kabel ist, das nach da geht und die Lampe ist noch an. Das heißt, es ist nicht das. Was ist es dann? Was ist es dann? Sowas verstehe ich nicht. Einfach ein Kabel, was hier in die Wand geht und weg ist. Tja, da muss ich wohl nochmal suchen gehen. Sowas ärgert mich und nervt einfach. Okay, also ich habe es durchschaut. Es ist hier oben, da seht ihr, das Licht geht an, wenn ich es zusammenhalte. Ja, also es ist hier oben die Steckdose von der Dunstabzugshaube. Ich weiß nicht, warum das Kabel hier von oben reingeht, dann um die Dose drumherum gelegt ist oder sogar hinter der Dose lang und dann von links rein. Total behämmert, aber gut. Immerhin ist es schon mal kein Lost-Kabel. Wir wissen schon mal, nach was wir suchen. Ich lasse die Kamera jetzt einfach mal laufen, dass wenn es Peng macht, dass ihr es auch sehen könnt. Ich liebe sowas ja hier. Ihr könnt mir gerne sagen, dass ihr es total hohl findet, dass ich das hier mache und mit Strom drauf, aber irgendwie mache ich es immer so. Das ist keine Begründung, dass es dann besser ist. Ich mache es wirklich immer so. Komplett tot und stromlos. Und damit ist auch das hier komplett tot und stromlos. So, jetzt habe ich noch diese eine Steckdose hier, die hat jetzt noch Strom. Um das wegzumachen, muss ich aber den Strom ausmachen. Oder ich schneide im Abstand. Ja, das ist noch eine andere Option. Das kann ich auch noch zeigen. Das mache ich auch manchmal. Na komm schon. Jawohl. Also hier ist auch alles tot. Seht ihr auch, wie bröselig diese Kabel sind. Also es ist nur diese Führung. Das eigentliche Kabel ist nicht bröselig, aber trotzdem, also es macht schon Sinn, die zu erneuern. Weitgehend. So, und zwar, was ihr machen könnt. Problem ist ja, als wenn man hier durchzieht, dann würden sich in dem engen Punkt hier alle Kabel treffen und es würde einen Kurzschluss geben. Das heißt, was ihr machen könnt, ihr könnt jetzt hier einfach das auftrennen, das hier auch nochmal aufmachen. So, jetzt habt ihr hier die drei einzelnen Kabel. Dadurch, dass das jetzt hier so brüchig ist, kann man das auch schön aufmachen. Wenn ihr die Kabel jetzt alle drei gleichzeitig abschneiden würdet, würde das gleiche passieren, wie wenn ihr es hier durchziehen würdet, weil ihr würdet einen Kurzschluss machen mit der Zange. Das heißt, was ihr machen könnt, ist, schneidet die drei Kabel auf drei verschiedenen Längen ab. Das könnt ihr jetzt aber auch wieder nur hier mit so einer Zange machen, weil die hier eben stromgesichert ist. Das heißt, ihr schneidet das hier einfach durch, Nummer 1. Schneidet ihr das nächste ein bisschen weiter unten ab und dann das dritte noch weiter unten. So, jetzt habt ihr das abgekürzt, ohne dass ihr das stromlos machen musstet. Ist aber auch wieder nur was ich mache. Das solltet ihr nicht so machen. Klingt logisch, oder? Und bevor ich damit jetzt weitermache, mache ich mir da jetzt eine Vago-Klemme drauf. Weil dagegen kommen will ich nicht. Das hatte ich schon mal. Da stand ich auf der Leiter und habe Decke gemacht. Also habe auch eine Decke festgeschraubt. Und dann ist mir das Kabel hier gegen Bizeps gekommen und ich habe mir den Akkuschrauber so nach hinten weg
weggeworfen, weil es so krass zusammengezogen hat. Ich mache es jetzt soweit sauber hier, damit ich dann meine Kabel legen kann. Und dann im Anschluss kann ich wieder meine Abziehleisten dahin kleben. Und dazu mache ich jetzt noch da oben die Ecke sauber und hier links und rechts. Und dann können wir schon mit den Kabeln loslegen. Da ist jetzt doch noch mal einiges runtergekommen. Hier, das hier kann ich auch weg. So, Müll. So, was ich jetzt mache, das muss weg. Hiermit kann man auch Kabel schneiden. Also, bevor ich jetzt hier am Boden kehre, gehe ich jetzt hier nochmal damit hier drüber und hole alles runter, was geht. Weil wir müssen alles, was lose ist, runter machen. Die Grundierung, die macht schon viel fest, aber alles, was richtig lose ist, muss weg. Ich hatte ja jetzt eben gesagt, ich mache die Elektrik erst, aber ich habe mir jetzt gedacht, ich kann es ja auch erst grundieren und die Elektrik morgen machen, weil jetzt da auf die Wand keine neuen Dosen mehr kommen. So, und dann können wir jetzt hier als nächstes Passwort auftragen. Ich mache mir hier immer erstmal gar nicht so viel rein, weil ich nicht will, dass es hier drin verklebt. Aber da brauche ich schon einiges hier. Ja, hier geht einiges drauf, hier, diese Wand. Nicht mal ein Viertel, ich gehe nachfüllen. Kann es sein, dass du dumm bist? Kann es sein, kann es sein, kann es sein, dass du dumm bist? Kann es sein, kann es sein, kann es sein. Na komm, jetzt muss ich nochmal nachfüllen. Dass du dumm bist. Moin, da sind wir schon wieder. Neuer Tag. Ich habe mir gerade beim Reinkommen, dass du dumm bist, an der Tür den Kopf übelst angehauen. Ich habe die Tür so halb aufgemacht, sie ist gegen meinen Fuß und ich wollte eigentlich halt wieder zumachen. Und beim wieder zumachen bin ich mit dem Kopf nach vorne gegangen und sie ist in meinem Fuß hängen geblieben und dann bin ich frontal gegen die Ecke. Hübsch. Headshot. Naja, wie auch immer. Ist halt so, bis sie jetzt ertragen. Ich habe hier die zweite Dose von dem Bauschaum erhalten. Und diese wollen wir jetzt mal hier unten applizieren. Und zwar hier. Ich habe hier nochmal weiter frei gemacht und habe auch noch das restliche Rohr da unten rausgenommen. Und deswegen muss jetzt hier die zweite Dose rein. Ich habe damit extra jetzt noch gewartet, weil es jetzt echt gestern zu heiß war und ich habe jetzt über den ganzen Tag hier die Tür offen gelassen und jetzt ist es nicht ganz so warm hier drin. Also ich denke jetzt mal, es sind so 26, 27 Grad, aber vorher waren hier über 30 Grad drin von der Sonne. Deswegen machen wir das jetzt. Gut geschüttelt habe ich schon. Jetzt müssen wir hier unten wieder rein. Wo die Rohre waren, lieber ein bisschen mehr als zu wenig. Aber es sieht schon echt gut aus hier. Hier ist das Ganze ja schon richtig gut ausgehärtet. Und man sieht ja auch schön immer, das Blaue ist das Frische und das Grüne ist das Alte. Ich habe jetzt hier nochmal die Rohre, die hier rauskommen, beschwert und so in die Position gebracht, wo sie am Ende stehen sollen. Das ist jetzt auch so aushärtet. Und wenn das hier alles so ist, dann können wir hier den Randdämmstreifen setzen und dann können wir hier auch schon Beton wieder draufkippen, also Estrich. Und ich habe jetzt hier in den letzten Tagen immer den ganzen Dreck mit dem Wasser hier ein bisschen rumgeschoben und ihr könnt jetzt schon sehen, dass das hier richtig schön getrocknet ist. Und mein Plan ist so ein bisschen, das jetzt einfach aufzukehren. Klebt natürlich wie Sau da dran, aber wird schon irgendwie gehen. Und vielleicht den Rest aber wegwischen. Aber auf jeden Fall besser, als es vorher war. Und dann kann man auch mal im Kercher reingehen und das richtig sauber machen. Und dann müssen wir uns mal entscheiden, ob wir die Fliesen rausmachen oder nicht. Aber das ist dann wohl eine Aufgabe für morgen oder so. Übers Wochenende bin ich wieder nicht da, deswegen kann ich ja wieder nicht viel schaffen. Aber was ich jetzt machen will, mit euch zusammen natürlich wieder, ist, dass wir hier heute zwei Schienen setzen. Und zwar habe ich da heute nicht nur die dünnen gekauft, die 6 mm, sondern auch mal hier die 1 cm dicken, wo auch immer sie sind, hier. Weil wir hier ein bisschen aufbauen müssen, weil ja hier diese Kante, das muss wieder unsere Vorderkante werden, beziehungsweise hier auch. Da seht ihr, das ist schon ordentlich und einiges an Material, was wir da aufbringen müssen wieder. Deswegen habe ich hier 1 cm Dinger gekauft und da werde ich das dann anrühren und die Dinger damit setzen. Außerdem können wir in dem Zuge dann direkt das hier auch einmal mit verspachteln, weil da müssen wir auch nicht mehr dran, das kann auch so bleiben. Und dann geht es vorwärts. Macht Bock, wenn es vorwärts geht. Jetzt habe ich hier gerade so die letzten Schrauben aus der Wand rausgemacht und habe jetzt hier gerade diesen Uraltdübel gefunden und der ist total genial. Der ist außen Alu und innen drin ist es einfach so ein Seil. Und das Alu verkantet sich schön im Gestein und dieses Seil hält dann die Schraube. Das ist total genial. Nie gesehen. Hält auf jeden Fall wesentlich länger und besser als so ein Kack-Plastik-Dübel. Davon sind ja einige in der Wand. Und vor allem ist er nicht nach einer Schraube sofort kaputt. Wie oft hat man das, dass man einmal die Schraube reinmacht und dann muss man sie nochmal rausholen, dann ist der Dübel kaputt. Hat man damit nicht. Aber eine Sache müssen wir noch machen, bevor wir jetzt hier eben die Schienen setzen können. Sagen wir mal gucken, wie sieht es denn hier aus mit dieser Wand eigentlich? Ist sie gerade, naja, fast. Also unten gehen wir einfach komplett ran.
Und oben ist mir ein ganzes Stück weg. Alles in Ordnung, das kennen wir hier aus dem Haus. Das ist übrigens der Grund, warum ich auch hier diese lange Wasserwaage, diesen Richtscheit gekauft habe, damit ich einfach hier wirklich einfach auf der kompletten Länge dann diese Schienen andrücken kann. Die Seite hier ist nicht ganz so schlimm, die hier ist wesentlich schlechter. Naja, aber bevor wir jetzt das machen können, müssen wir noch mal ein paar Kabel reinlegen. Einmal hier natürlich unser Anschlusskabel, das muss wieder hier rein. Außerdem müssen wir dann jetzt, hier lege ich diesmal einfach direkt mein Kabel hier unten lang und schleife das hier durch. Und dann muss ich nochmal, vielleicht gehe ich auch doch oben lang, wobei, irgendwie so, weil ich muss ja hier überall Strom haben und unter anderem sollen ja auch noch zwei Steckdosen hin, plus ein Schalter für den Rollladen, für den neuen. Das heißt, ich muss erstmal überlegen, wo ich mein Kabel langlege. Kabel habe ich auch schon hier. Da muss ja kein riesiges Loch rein, nur so ein bisschen. Nehmen wir jetzt hier wieder Kabel, schön abisolieren. Das lasse ich mir wieder ein bisschen länger, ungefähr so. Sind das hier 8 cm vielleicht, damit man da gut drankommt. Immer alles vorher abisolieren, weil jetzt kommt man ja gut dran, jetzt ist easy. Aber wenn es erstmal alles in der Dose drin ist, dann kommt man da nicht mehr so gut dran. So, und ich habe mir jetzt gedacht, ich gehe jetzt doch wieder gerade hier runter und hier unten rüber, weil wenn ich hier oben lang gehe, ist wieder die Gefahr, dass wenn hier jemand Hochschränke hinhängen möchte, dass ich die, oder dass die dann wieder voll hier in die Kabel reinballern. Und um das zu vermeiden, gehe ich hier unten mit meinem Kabel lang. Da muss ich dann zwar wieder hochspringen, um das hier drüben zu versorgen, aber das ist nicht so schlimm, beziehungsweise ich kann auch einfach dann hier rüber gehen und von hier aus dann gerade hoch zu dieser Steckdose von der Dunstabzugshaube und zu dem Rollladen. Also das ist in Ordnung, kriegen wir hin. Das Kabel fixiere ich jetzt auch hier wieder mit Kabelstellen. Das ist schon das Leichteste jetzt hier drin. Die halten hier nicht so mega gut drin, weil es ja eben diese Sauerkrautplatten sind, aber es muss ja auch nicht lange halten. Es ist ja bald einfach wieder Putz drauf. Es geht ja einfach nur darum, dass da irgendeine Art Fixierung ist. Dass es nicht einfach wieder abfällt. Jetzt ist der nächste Schritt, mir hier wieder Putz anzurühren. Dann nehme ich wieder den Kalkzementputz, weil das ist ja quasi hier auch ein Nassbereich. Und ich werde mir hier auch wieder einiges anrühren. Wahrscheinlich den ganzen Sack, weil hier sind auch viele Löcher, die kann ich dann direkt mit zuschmieren. Dann ist es schon mal gemacht. Weil alles, was richtig uneben ist, das macht ihr am besten vorher zu. Das hier ist jetzt recht rau, also es ist schon ganz gut, eigentlich eine gute Tragebasis. Aber wenn ihr es trotzdem nochmal vorbereitet, ist gar nicht schlecht. Einfach so ein paar, ja, Unebenheiten, dass ich die ganze Fläche dann gut da dran setzen kann und haftet. Ich habe auch hier im Gäste-WC, was ja quasi hier hinter ist, also hier hinter ist ja jetzt genau dieses Klo, was ich in dem einen Video montiert habe, in dem was extra ist, das Video. Genau hier hinter. Und diese Wand hier, da müssen auch Putzleisten drauf. Deswegen, das kann ich dann theoretisch gleich mitmachen. Also so ein Rührwerk ist Gold. Holt euch so ein Rührwerk. Ich hätte mir auch viel früher eins holen sollen. Solange das jetzt hier anfängt anzuziehen, nehme ich mal hier einmal meine Wasserwaage. Legt ihr mir hier mal hin. Also ich werde hier eine Leiste direkt am Rand machen. Wobei, ich kann die einfach hier hin machen. Ja, ich gehe hier hin. Hier ist die Wand nämlich eh so uneben, dass das Kabel gar nicht aufträgt. Naja, dann halte ich mir das hier mal an und mache mir einfach mal einen einigermaßen geraden Strich hier hin. Der muss nicht perfekt sein, einfach nur als Anhaltspunkt, wo ich jetzt gleich mein Speise mache. Und das gleiche machen wir hier auch nochmal. Gerade ist natürlich so nice to have, ne? Aber kein Muss. So, also ein langer Richtscheit, muss ich jetzt sagen, hat was. Jetzt rühre ich nochmal nach und dann können wir wieder anfangen, es aufzutragen hier. Aber bevor wir das jetzt hier natürlich auf die Wand bringen, müssen wir hier wieder vornässen. Einfach schön nass machen. Das zieht ihr bei den Temperaturen eh sofort wieder an. Lieber ein bisschen mehr als zu wenig. Ihr wisst, dass es zu viel ist, wenn euer Bleistiftstrich verläuft. Und dann gehen wir wieder hierher. Vielleicht ist es gar nicht so schlau, wenn ich hier die 1 cm dicken nehme, weil dann muss ich wieder noch mehr auftragen. Vielleicht nehme ich doch die dünnen. Schauen wir nochmal gleich. Habe ich ja noch ein bisschen Zeit, um mich zu entscheiden. Wow, hält das gut. Ja, ich nehme die dünnen, habe ich mich jetzt dafür entschieden. Und zwar, weil ich sonst hier so mega viel auftragen muss. Und da habe ich einfach keinen Bock drauf. So, was ich jetzt hier mache, ist, ich lege den erstmal wieder hier hin und habe das natürlich wieder komplett verfehlt. Geht sogar. Jetzt nehme ich hier meinen Richtscheit mit der Libelle, wo ich immer noch nicht weiß, warum es so heißt. Und drücke den ganzen Spaß hier an. Und muss ich noch ein ganzes Stück näher ran. Das drückt sich natürlich komplett schief, Beste. Ich habe das Gefühl, hier ist weniger Deckenhöhe als im Bad. Ich glaube, es ist sogar so. Ziehen wir noch unten näher dran. Also so ist es ziemlich gerade. Ja, ich denke, so kann man es lassen. Läuft. Ich stopfe jetzt noch ein bisschen was von dem Zeug drunter und drücke das dann nochmal nachträglich ein bisschen an. Also da muss echt einiges drauf hier, ey, krass. Alter, so ist perfekt. Wirklich perfekt. Ich mache jetzt hier auch direkt was auf das Kabel, damit mir das hier nicht mehr abfallen kann. Hier oben müssen echt wieder 2 cm drauf. Hier geht's tatsächlich, hier haben wir so einen ungefähr. Aber da oben, weil die ganze Wand halt nach oben so wegläuft, so, ist da oben relativ viel drauf.
Aber es ist halt so, kann man nichts machen. Bringt uns auch nicht um. Es ist nur wieder, dass wir in Lagen arbeiten müssen. Aber ist ja auch okay. Dann können wir jetzt hier mit dem nächsten fortfahren. Das ist jetzt mal anders. Und zwar werde ich jetzt mal versuchen, hier mit der breiten Abziehkelle aufzutragen. Vielleicht haben wir damit mehr Glück. Wow, das sieht nach viel mehr Glück aus. Und hier zum Auftragen gar nicht schlecht. Aber ich will ja hier so Batzen haben. Das gleichmäßig so machen könnte, das wäre richtig geil. Dann hätte ich einen richtigen Oschi und dann würde das auch mit dem Reindrücken besser funktionieren. Ich weiß nicht, inwieweit man das jetzt hier von dem Winkel aus sehen kann. Aber wie schief das ist oder wie unsauber gerade diese Wand ist, finde ich erstaunlich. Wir wollen jetzt aber hier keine wilden Überraschungen. Nachdem ich das jetzt hier alles angedrückt habe, halte ich jetzt trotzdem nochmal hier meinen Richtschalter dagegen. Einfach nur, um sicherzustellen, dass sich jetzt nichts verschoben hat. Das gleiche mache ich jetzt nochmal auf der Seite hier. Und es sieht beides sehr gut aus. Ja, es ist jetzt, glaube ich, nicht mehr genug, um drüben die Dinger zu kleben. Ich habe auch drüben eh nichts grundiert. Deswegen lasse ich das jetzt und schmiere das einfach hier unten in die großen Löcher rein. Ist das schon mal gemacht und gut. Sodele, da haben wir es jetzt wieder alles an der Wand. Ihr seht, es ist ein bisschen so Flickenteppich. Aber alle tiefen Löcher sind jetzt zu. Und die beiden Schienen sitzen, was mir da schon das Wichtigste ist. Hier seht ihr, diese sieht eigentlich ziemlich schön aus. Die hier sieht eigentlich ziemlich kacke aus. Also vielleicht macht lieber das, was ich hier gemacht habe, indem ihr einfach eine große Masse aufzieht. Ich werde jetzt hier gleich noch mit dem Schwamm drüber gehen und gucken, dass hier eben auf meiner Schiene nichts ist. Oder ich gehe hier einfach jetzt nochmal der Kelle drüber. Weil das ist nämlich äußerst beschissen. Wenn auch nur irgendwas hier drauf klebt, dann funktioniert es halt nicht. Ist ja schließlich dafür gedacht, dass man easy abziehen kann. Und wenn das nicht gegeben ist, ist ja quasi der ganze Sinn verfehlt. Jetzt haben wir das hier. Können wir nochmal zur Dusche gehen und da gucken. Da habe ich gestern Abend noch ein bisschen Bauschaum hingemacht, um einfach das Rohr zu fixieren, damit ich weiß, wo es ungefähr ist. Aber ich glaube, da kommt auch noch eine Problematik auf uns zu. Hier habe ich ja jetzt zuletzt den Strang hier reingelegt und habe jetzt mein Rohr, was nach unten geht, schon mal festgeschäumt. Aber weil ich mir hier noch nicht sicher bin, wo wirklich am Ende die Wanne sitzt, weil da kommt eben von außen noch diese Isolierschicht drauf plus dann noch eine Schalldämmschicht. Das heißt, eigentlich kommt das Ganze noch ein Stückchen von der Wand weg, aber dazu, um das wirklich am Ende festzulegen, weil hier auf die Wand kommt ja jetzt noch diese Dichtschicht, das, was ich gestern eingekauft habe, und dann erst kommen da Fliesen drauf. Und ich will ja eigentlich nicht, dass meine Duschwanne komplett in der Wand versinkt, weil die ist schon nur 80x80, dann wird die noch viel kleiner. Das heißt, als nächster Schritt muss ich erstmal mir Fliesenkleber besorgen, aber bevor ich mir Fliesenkleber besorge, muss ich erstmal hier die beiden Wandauslässe, dann muss ich Verlängerungen reinmachen, weil sonst nämlich diese Abdichtungsringe, die ich davon habe, die dichten dann das hier ab, aber in Zukunft nicht meine Verlängerungen. Das heißt, ich muss mir erst jetzt diese Verlängerungen holen gehen beim Baumarkt. Ich war vorhin beim Baumarkt, habe es natürlich vergessen, wie soll es auch anders sein. Und dann kann ich erst hier das mit der Wand machen, das Abdichten. Aber das sieht schon mal ganz gut aus. Sieht wirklich gut aus. Das hier ist jetzt schön fixiert da unten, das kann ich hier jetzt wieder rausziehen. Und dann kann ich das hier später, also hier ist tatsächlich noch ein bisschen Spiel drin, das ist auch wichtig, eben wegen dem, was ich gerade erzählt habe. Also da kommen jetzt keine Zentimeter mehr drauf, aber irgendwie ein paar Millimeter kommen da schon noch drauf. Und dann ist es hier schon wichtig, dass wir hier noch Spiel haben. Genau, aber das ist gegeben, das kriegen wir hin. Ich ziehe jetzt erstmal hier mein HT-Rohr wieder raus, damit mir das nicht komplett vergammelt. Der Schaum hier, der ist echt gut fest geworden. Also zum Fixieren ist echt Schaum brutal gut. Ja, das heißt, ihr habt ja gesehen, wie viel ich hier rausgestemmt habe. Das ist echt unglaublich, hätte ich nicht gedacht, dass es dann doch so weit runterkommt. Aber das ist halt der tiefste Punkt, was auch Sinn der Sache ist. So, und als nächstes kann ich dann hier mein Dichtungsband eben auf die Wand kleben. Es ist 1 Meter breit, das heißt, es ist breiter, als wir es brauchen. Aber das ist nicht schlimm, weil lieber zu weit abdichten als zu wenig. Dann kann ich die Wanne hier eigentlich auch erstmal wegräumen wieder, dass sie mir nicht noch dreckiger wird. Also Fliesenkleber habe ich tatsächlich noch da, ich kann nicht kaufen. Ich werde jetzt allerdings das hier noch einmal groß anrappen und dann kann ich das ja auch grundieren. Dann muss ich morgen hier diese beiden Dinger kaufen, das schreibe ich mir jetzt auf. Verlängerung, Wasseranschlüsse, 4x. Gut gemacht. Und dann kann ich das hier nämlich theoretisch morgen irgendwann schon hier drauf machen. Und dann ist das nämlich schon gemacht und das wäre ziemlich geil. Wenn wir ja dann hier zum Abdichten eine ordentliche Verbindung mit dem Fliesenkleber brauchen, grundiere ich das jetzt noch schnell. Und zwar nehme ich dafür auch wieder hier meinen Haftgrund. Sieht man das? Ja, ich glaube schon. Und dieser Haftgrund, den sprühe ich wieder einfach da drauf. Und dann hat mein Fliesenkleber, mit dem ich dann hier meine Dichtbahn aufbringe, die hat dann die optimale Haftung. Ich brauche keine Angst haben, dass hier irgendwie Fliesen wieder von der Wand fallen. Und wenn ich damit fertig bin, mach ich Feierabend. Alter, das nenne ich mal passend. Jawohl. Das war's für heute. Bis morgen. So, guten Tag, da bin ich wieder. Mit der Beule hier oben vom Hirn ist nur halb so schlimm. Ich will jetzt hier das hier noch einmal schnell spachteln. Ich muss gleich wieder wegfahren, habe nicht so viel Zeit. Aber viel Spaß. Bis.
Hallo, ja. Gutes Tag. Genau. So, jetzt machen wir das einmal hier nass, damit auch hier unser Speis wieder hält. Unser Scheiß. Dann stehe ich hier immer so und laber. Wie findest du es? Das ist geil irgendwie. Weil das macht es halt nicht ganz so langweilig immer. Das ist überhaupt nicht langweilig. Ich langweile mich hier nie. Du kannst ja auch mit hier ins Video reinkommen und erzählen, was du so machst. Ja, okay. Und? Wie bist du? Du warst so ein bisschen schüchtern. Ja, ich habe ihr schon massiv viel geholfen. Nicht in dem Haus. Nicht in diesem Haus, im anderen Haus. Das kenne ich hier mittlerweile aber auch schon fast auswendig. Immer schön fleißig die YouTube-Videos schauen, sage ich euch. Das, sonst gibt es nämlich irgendwann Karma einfach. Hast du jetzt einfach über das Dings rüber gesprüht? Ja. Wasser und Strom ist aber... Das kommt meistens ganz gut. Also so scheiß drauf? Ja, also ich sprühe jetzt nicht direkt da rein, aber drumherum. Ist denn Saft drauf? Ja. Saft ist wohl drauf. Okay, ja, schön. Und ja. Das spachtelt sich doch einfach rum, oder? Nein, drumherum. Wie man hier im Norden sagen würde, umzu. Genau. Umzu ist für mich kein Begriff. So. Und jetzt heißt es wieder, das Gedöns in die Wand schmeißen. Ist das hier mit? Nee. Da solltest du wieder weggehen. Ich zeig dir jetzt, wie es geht. Und zwar setzt du dich hier hin, so, und machst dann immer so. Fällt aber die Hälfte runter. Ja. Muss aber so. Man wird dann irgendwann richtig gut im Zielen. Da muss ich mal eben wie heißt das? Anekdote? Anekdote erzählen. Also wie man gerade sieht, der Joel sitzt hier in dieser klassischen Mauerhocke und schmeißt da sein Zeug an der Wand. Und ich bin ja Tischler. Also noch nicht, fast Tischler. Und habe Türen eingebaut. Und dann saß ich da in meinem kleinen Raum, neben mir der Maurer, der genau das gemacht hat, was Joel gerade gemacht hat. Und dann gucke ich so zur Seite und mache halt meine Arbeiten weiter, weil mich das auch irgendwie interessiert hat. Dann höre ich irgendwann nur so ein... Und ich denke mir, was hat er jetzt gemacht? Drehe mich um und er sitzt einfach und hat in diesen Eimer geschissen. Neben mir. Und ich gucke so, war völlig sprachungslos. Sprachungslos. Und er steht einfach auf, zieht sich die Hose hoch und arbeitet halt ganz normal weiter. Und dann hat er die Kacke mit an die Wand gepackt. Ja. Was? Ja. Nein. Er hat das so ein bisschen untergerührt und einfach mit raufgeworfen. Nee, oder? Doch. Und das war so abartig. Also, DIY ist gut. Und, was lernen wir daraus? Du kannst an eine Wand scheißen und es funktioniert trotzdem. Weißt du nicht, ob es dann nicht abgefallen ist? Das stimmt, das weiß ich nicht. Aber es war irgendwie, das hat mich massiv verstört. Verstehe. So, guck mal, das ist schon fast ein Sack hier, der hier an der Wand ist. Ja, okay, stimmt. Aber da ziehst du doch auch massiv viel gleich von ab, oder? Ein bisschen, ja. Das kann ich jetzt einmal zeigen hier. Ja. Oder halt auch nicht. Schmeiß jetzt nochmal nach. Ja, ja, klar. Ja. Nein, ich lass die Löcher. Ja, ja. Du musst es jetzt aushärten lassen oder so. Nein. Aber du drückst das doch auch nicht komplett in die Fugen rein, oder? Wie? Also in die Löcher oben hier zum Beispiel von der... Das ist von meistens vorher spachteln. Das habe ich jetzt hier großteils gemacht gestern. Okay. Also die kleinen Scheiß drauf, oder wie? Ja, ja. Okay. Das ist dann sogar gut, weil dann haftet es besser, weil es ein bisschen uneben ist. Okay. Wie findest du, dass ich eigentlich auch Schiffbauingenieur werde? Das ist... Ich Maurer. Weiß nicht. Also wenn ich dich jetzt nicht kennen würde, würde ich sagen, du bist Maurer, aber... Warum? Sieht so professionell aus. Ja, also sieht auf jeden Fall besser aus als bei dem Jaul, der bei mir in Eimer geschissen. Nicht so schwer. Die Scheiße nehme ich nicht an die Wand. Ja, jetzt kommen wir direkt aufs nächste anrühren. Also Professionelle, die rühren sich das natürlich immer so an, dass während du den einen in die Wand schmeißt, das zieht der andere an. Aber so professionell bin ich nicht. Was hat der für eine Ausführungsdauer? Naja, das ist von gestern hier. Und das ist hart. Ja, hart. Wann zieht es denn an? Sag ich mal so, dass es nicht mehr bearbeiten kann. Ich habe ja Grundierung drauf gemacht, damit die Wand eben nicht saugen. Das ist wichtig. Also dann kannst du es noch länger bearbeiten jetzt. Nee, aber es geht halt keine richtige Bindung ein, wenn es nicht grundiert ist. Da habe ich aber auch lange, bis ich diesen Wurf hier einigermaßen drauf hatte, hat schon so zwei Wände gedauert. Ich bin dann daneben geworfen. Nee, es ist dann einfach, wenn du zu fest wirfst, dann fällt es einfach wieder ab. Mhm. Du darfst es wirklich nur so dahin werfen, dass es halt so kleben bleibt. Zack, so, du könntest mir 6 Liter da rein. Lass mal Papa hier eben abziehen. Können wir mal gucken. Oh, warte, dann nehme ich mal die GoPro hier. Nicht zu viel so hin und her, nur so ganz wenig hin und her. Und du hast jetzt hier nicht fest genug gedrückt. Du drückst nicht auf der Kante. Und das, was jetzt da drauf hängt, kannst du wieder hier reinschmeißen. Richtiger Könner, dieser Luke. Überhaupt nicht, das ist das Problem. Guck, wie es aussieht. Zieh mal wirklich gleichmäßig und halt's mal flacher noch. Flacher zur Wand hin, meine ich. Ja, genau. Guck. Weil sonst passiert nämlich das hier, dass du hier so Löcher reinziehst. Ja, mal guck, so ein Kameramann, das wäre richtig geil. Ja. Einfach immer ein Kameramann. Wie geil wäre das? Nächsten Sack holen. Der Hund braucht auch einen eigenen Kameramann. Der Hund braucht ein ganzes Kameramann-Team. Stell dir vor, er hätte so ein Nasenstativ. Das aus der Perspektive seiner Nase sehen. Das wäre auch witzig. So, ich mache jetzt hier nochmal nass, weil das bei den Temperaturen... Deine Hose nicht dein Ernst, oder? Wann ist denn das passiert? Ich weiß es nicht. Beim Abziehen hier eben, als sie abgefallen ist. Naja, das geht wieder weg. Das zieht hier so dermaßen schnell an. Bei der Temperatur hier. Hier ist kein Strom drauf übrigens, nur dass du weißt. So, machen wir mal einen ganz flinken Cut.
damit hast du deine Berufung gefunden. Ich habe meine Berufung gefunden. Geile Nummer hier. So, ich habe jetzt hier schon der Vorarbeiter nämlich. Schon mal Wasser, 6 Liter, passend, vorgefüllt, damit der Joel hier gleich weiter anwerfen kann. Alter, der war gesessen. Die sitzen Junge. Alle, ja? Zielscheibe reinhauen. Vom Schiffbauer zum Maurer und zurück. Und hast du schon mal in deinem Leben mehr Erfolgserlebnisse gehabt als jetzt gerade? Ja, sogar in meiner Theorieabschlussprüfung, die ich gerade geschrieben habe. Nice. Alter. Das kommt davon, wenn die Wand nicht nass ist. Richtig. Doch, ich hab da gerade nass. Herr Joel, ja? Was ist denn jetzt eigentlich mit der Abstimmung geworden mit dem Küchendurchgabefenster? Du meinst die Durchreiche? Durchreiche? Ja, so nennt sich das. Okay, was ist jetzt damit? Ja, erzähl doch erstmal die Grundgeschichte. Naja, also die Leute, die ja zugucken, wissen, dass es auf Instagram eine Abstimmung gab. Ja, die Leute, die jetzt nur dieses Video gucken, wissen es nicht. Ja, dann müssen sie die Folie dann angucken. Es gab auf Instagram eine Abstimmung, ob diese Durchgabe... Durchreiche bleibt oder nicht. Ja, und ich glaube, es wurde zu... Es waren irgendwie 70 Stimmen für lass die Durchreiche da und mach schick. So, jetzt weiß ich aber nicht, wie soll ich die schick machen? Also dieser Holzrahmen, das Problem ist eigentlich die Höhe der Arbeitsplatte, weil die ist dadurch begrenzt. Ich hätte die eigentlich gerne noch ein paar Zentimeter hochgesetzt, aber es geht halt nicht. Deswegen steht es noch so ein bisschen in den Sternen. Aber eigentlich möchte ich sie auch gerne lassen, wegen der Aufteilung des Wohnzimmers. Also an sich hat er ja einen guten Freund, der Tischler zufällig ist oder jetzt wird. Und der hat natürlich die Mittel dazu, hier den Rahmen auszutauschen, was schick ist, dahin zu machen und die natürlich ein Stück höher zu setzen. Letzten Züge hier. Und dann ist auch alles aufgebraucht. Aber nicht alles geschafft. Ja, der Junge hat da ein Händchen für. Das sieht man. Naja, ein bisschen verkackt habe ich jetzt wieder, ne? Ja, bist ja auch kein Maurer, ne? Ja, ne. Oder wir. So, Servus und ein kleines Abschiedsvideo. Wow, da war auf jeden Fall genug Druck drauf jetzt. Ich bringe dieses Video jetzt hier erstmal zum Abschluss, weil die letzten Videos, die ich jetzt geschnitten habe, immer viel zu lang geworden sind und ich euch das nicht antun möchte. Deswegen dachte ich, ich mache die mal ein bisschen kürzer lieber. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt hier einmal gerade drüber gerappt mit diesem Ding hier, hier mit diesem Gitter. Da kommt richtig viel runter, also da liegt echt richtig viel auf dem Boden jetzt. Aber ist egal, so macht man das eben. Jetzt ist es hier eine schöne, homogene Fläche und die Sinterschicht ist auch gebrochen, das ist schon mal gut. Ich habe jetzt hier noch so Stellen, da habe ich... Dadurch, dass ich so viel gespachtelt habe beim Schienensetzen, hat hier beim Antrocknen, also beim Abziehen, als es schon angetrocknet ist, hat sie wieder Stellen rausgerissen. Das kann ich ja im Nachgang nochmal zuspachteln. Aber jetzt erstmal mache ich das Ganze hier nochmal nass, damit es eben keine Risse gibt. Und dann war es das auch für dieses Video. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken fürs Zuschauen und wünsche euch einen guten Tag, wann auch immer ihr dieses Video guckt. Und ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns dann im nächsten Video bei Aus Alt, Mach Neu. Ciao.